Ich bin Sarah Graf und heiße Sie herzlich willkommen zu meiner Show. Das Thema der heutigen Sendung ist die Krisenintervention in der sozialen Arbeit. Im Konkreten befassen wir uns mit dem Fall einer jungen Frau, die mit einer lebensverändernden Diagnose konfrontiert wurde. Wie es dazu kam, dass Frau Holze ihr Leben von heute auf morgen neu ordnen musste, sehen Sie im folgenden Beitrag. Du, ich habe mir gedacht, wir könnten heuer wieder nach Prag fahren. Die Wasser, wie ist es hierher? Aber Entschuldigung, einen großen Apfel aufgespritzt, bitte. Für mich nichts, danke, Bastian. Na, bitte ruft die Rettung. Guten Tag, Frau Holzer. Grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Es geht. Wissen Sie schon, was los ist? Ja, wissen Sie, meine anfänglichen Befürchtungen, die haben sich leider bestätigt. Ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen. Und zwar, Sie haben chronische Epilepsie. Okay. Ich muss arbeiten gehen. Sie wollen jetzt, Frau Holzer, Sie wollen jetzt arbeiten. Frau Holzer, Frau Holzer. Bewegende Bilder. Ein unvorstellbarer Schicksalsschlag. Doch umso mehr freut es mich, heute Frau Holzer bei mir begrüßen zu dürfen. Begleitet wird sie von der Sozialarbeiterin Frau Gruber. Sie arbeitet bei der Frauenberatungsstelle Tamara. Ich bitte um Applaus. Grüß Gott. Grüß Gott. Setzen Sie sich. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie heute bei mir sind. Frau Holzer, gleich zu Beginn möchte ich meinen tiefsten Respekt aussprechen. Dankeschön. Wir wollen heute über Ihre damalige Situation sprechen. Wie war es für Sie, als Sie die Diagnose chronische Epilepsie erfuhren? Ja, also die Diagnose war wie ein Schlag ins Gesicht und ich wusste da auch nicht mehr weiter. Und mein Leben geriet von einem auf den anderen Tag komplett aus den Fugen. Und hatten Sie in dieser schwierigen Zeit irgendjemand, mit dem Sie darüber sprechen konnten? Also ja, meine beste Freundin war mir eine Riesenstütze und sie war auch die, die sich so große Sorgen gemacht hat und mir geraten hat, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Und diese kontaktierten Sie ja dann auch. Und dort lernten Sie Frau Gruber kennen. Frau Gruber, wie ging es in der Beratungsstelle weiter? Ja, also Frau Holzer ist einige Tage nach ihrer Diagnose zu uns gekommen und schilderte mir ihre Situation. Nach anfänglichen Zögern, es fiel ihr schwer, klare Worte zu finden, was aber ganz natürlich ist, wenn jemand in einer Krisensituation ist. Frau Holzer befand sich in einer traumatischen Krise und also diese wird ausgelöst durch plötzliche, unvorhersehbare Ereignisse. Mhm. Würden Sie sagen, dass die Situation, in der Frau Holzer war, typisch ist für eine Krise? Also ich möchte gleich vorwegnehmen, es gibt keine typischen Krisen. Dies liegt an der subjektiven Wahrnehmung jedes Einzelnen. Wir unterscheiden aber in der sozialen Arbeit zwischen zwei Krisen, zwischen der Lebensveränderungskrise und der traumatischen Krise, in der sich auch Frau Holzer befand. Und des Weiteren ist eine Krise eine belastende Situation, wo die eigenen Bewältigungsstrategien überfordert sind. Mhm. Und welche Möglichkeiten hat nun die soziale Arbeit, in dieser krisenhaften Lebenslage zu intervenieren?
Also zu Beginn ist es ganz wichtig, den Klienten, also die Klientin in diesem Fall, zu stabilisieren, das Wiedererlangen der eigenen Handlungsfähigkeit und auch das Aktivieren von Ressourcen ist in dieser Phase sehr wichtig. Mhm. Also verstehe ich das richtig? Im Vordergrund der Krisenintervention steht zuerst der Schutz und die Sicherheit. Aber auch, dass der oder die Klientin die Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnt und die Ressourcenaktivierung. Erst im Anschluss wird gemeinsam an der Bewältigung gearbeitet. Ja, genau. Mhm. Und was kann ich mir darunter konkret in der Praxis vorstellen? Zum Handlungsverlauf zählen vor allem das Verstehen des Krisenanlasses, die Problemdefinition gemeinsam zu erarbeiten und unterstützend beim Ausdrücken der eigenen Gefühle und auch das Reaktivieren der Bewältigungsstrategien. Und nicht zu vergessen ist auch die Nachbetreuung. Mhm. Interventionsprinzipien sind zum Beispiel die Entwicklung von Lebensperspektiven und die Entlastung spielen eine große Rolle. Gibt es dabei eine Art Leitfaden, den Sie in Ihrer Arbeit verwenden? Ja, also es gibt ein Konzept nach Sonneck zum Beispiel, das nennt sich Bella. Da geht es konkret um eine Beziehung anzubieten, um das Erfassen der Situation, die Linderung der Symptomatik, Leute einbeziehen und auch Ansatz der Problembewältigung. Also leicht zu merken mit den Anfangsbuchstaben. Genau. Mhm. Eine konkrete Vorstellung der Beratungssituation liefert Ihnen das folgende Video des Erstgespräches. Grüß Gott. Guten Tag, Frau Holzer, mein Name ist Kuba. Schön, dass Sie hier sind. Bitte nehmen Sie Platz. Danke für den schnellen Termin. Bitte gerne. Frau Holzer, Sie wirken sehr niedergeschlagen auf mich. Wie geht's Ihnen und was kann ich für Sie tun? Naja, es ist so, ich habe letzte Woche die Diagnose Epilepsie bekommen und jetzt verliere ich sicher meinen Job, weil dann muss ich mein Studium abbrechen und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich kann auch sicher keine Kinder mehr bekommen wegen der Medikamente und es versteht mich einfach keiner. Und ich sperre mir am besten wirklich zu Hause ein. Mhm. Frau Holzer, ich kann verstehen, dass das sehr schlimm für Sie ist und dass Sie verzweifelt sind. Ich finde es toll, dass Sie es trotzdem zu uns geschafft haben und möchte auch gleich sagen, dass das ein geschützter Rahmen ist. Alles, was Sie mir erzählen, wird vertraulich behandelt. Und wenn Sie möchten, können Sie mir alles, was Sie bedrückt, erzählen. Ja, mein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen und ich habe so Angst, dass es wieder passiert, weil das ist einfach so peinlich. Und ich habe einfach keine Kontrolle mehr über mein Leben. Also so eine Diagnose ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis und ich kann Ihre Verzweiflung wirklich verstehen. Ich finde es trotzdem toll, nochmals, dass Sie in unsere Beratungsstelle gekommen sind und möchte Ihnen auch sagen, dass das, was Sie fühlen und Ihre Sorgen sind ganz natürlich. Mhm. Frau Holzer, bezüglich Ihrer Ängste, inwieweit haben Sie über die Einschränkungen gesprochen mit dem Arzt? Ich muss da ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe so einen Schock gehabt, aber ich habe mir im Internet ein paar Informationen geholt. Mhm. Jetzt kann ich mir den Beginn eines Beratungsgespräches gut vorstellen. Worauf liegt hier Ihr besonderes Augenmerk, Frau Gruber?
Also zu Beginn ist es ganz wichtig, einen einladenden Anfang zu schaffen, die Gefühle und Probleme ernst zu nehmen und aufmerksam zuzuhören, um ein Beziehungsangebot zu setzen. Mhm. Frau Holzer, wenn ich fragen darf, haben Sie das genauso wichtig empfunden? Also auf jeden Fall. Ich fühlte mich von Anfang an wohl und mit meinen Ängsten und Sorgen ernst genommen. Mhm. Na, hier sieht man gut, wie wichtig es ist, die Ängste und Sorgen auch ernst zu nehmen. Und auch im Beitrag kam das sehr gut zur Geltung. Sehe ich das richtig, Frau Gruber? Genau, denn in der Krisenintervention ist es besonders wichtig, den Grund, warum jemand zu uns kommt, ernst zu nehmen und sich mit der gesamten Lebenssituation zu befassen. Mhm. Ich sehe gerade eine Publikumsfrage. Die Dame mit dem blonden Haar, bitte. Für mich fehlen bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel die Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Diese Frage gebe ich gleich an Frau Gruber weiter, bitte. Ja, also es ist so, dass wir bisher nur einen Teil des Wählerkonzepts vorgestellt haben. Der nächste Teil wird dann folgen. Okay, dann darf ich an dieser Stelle gleich zum nächsten Video überleiten. Und hier werden Sie weitere wichtige Aspekte der Krisenintervention sehen. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sich im Internet über Ihre Krankheit informiert haben? Ja, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen, weil die Auswirkungen von der Krankheit, die machen mir wirklich Angst. Mhm. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie nochmal zu einem Arzt gehen und die Symptome der Krankheit abklären lassen? So weit bin ich noch nicht, weil ich befürchte eben, dass diese Ängste dann wahr werden. Denken Sie grundsätzlich, dass Ihnen so ein Gespräch oder eine Gewissheit helfen wird? Beziehungsweise was bräuchten Sie dazu, um den Schritt zu tun? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht kann mir eine Freundin begleiten. Mhm. Als Sie die Diagnose erfahren haben, Frau Holzer, wie ist dann weitergegangen? Haben Sie sich dieser Freundin anvertraut? Also ich bin eigentlich danach gleich zu meinem Freund gefahren. Und der hat mich dann auch gleich getröstet und ihm gesagt, es wird alles wieder gut und ich kriege ja eh Medikamente. Aber ich habe mich einfach so unverstanden gefühlt. Und meiner Familie war es dann genau dasselbe. Und dann habe ich mich einfach zurückgezogen und habe mich bei niemandem mehr gemeldet. Und daraufhin hat sie eben meine Freundin so große Sorgen gemacht und hat mich eben gebeten, dass ich bei der Frauenberatungsstelle Tamara einen Termin ausmache. Mhm. Ja, für Familienmitglieder kann so eine schwierige Situation natürlich eine Überforderung darstellen. Und dann fühlt man sich vielleicht auch nicht ernst genommen. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber vielleicht wird es Ihnen helfen, wenn Sie mit Menschen sprechen, denen es genauso geht wie Ihnen im Moment. Ja, aber ich kenne ja niemanden. Ich weiß nicht, ob das für Sie passt, aber ich kann Ihnen gerne die Adressen von Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe geben. Ja, danke. Frau Holzer, wie geht's Ihnen jetzt nach dem Beratungsgespräch? Hat sich was für Sie verändert? Ja, bin schon etwas erleichtert und es hat gut getan, mit einer außenstehenden Person drüber zu sprechen. Ja, Sie machen auch den Eindruck, als würden Sie die nächsten Tage schaffen. Haben Sie schon Vorstellung, wie Sie die Freizeit gestalten? Ja, ich werde wahrscheinlich einen langen Spaziergang machen und mich vielleicht bei einer Freundin melden. Mhm. Ja, das ist eine gute Idee, denke ich. Wollen Sie vielleicht dann noch für diese Woche einen zweiten Termin vereinbaren? Ja, das können wir gerne machen. Mhm, gerne. Vielen Dank für diesen Einblick.
Das Bella-Konzept wirkt wirklich sehr professionell und vor allem auch hilfreich. Frau Gruber, gibt es noch etwas, auf was besonders geachtet werden sollte? Ja, also besonders wichtig ist die Reihenfolge der Schwerpunkte dieses Konzepts und auch, so wie wir es eben vorhin schon besprochen haben, der Beziehungsaufbau, das Einbeziehen der biopsychosozialen Situation und der emotionalen Situation. Und erst danach werden Ressourcen erschlossen, wie das soziale Netzwerk oder Ähnliches. Und sehr wichtig ist dann auch die Problemerkennung und die Problembewältigung. Und das funktioniert dann so, wie wir es in unserem Beitrag gesehen haben. Mhm. Ah, Entschuldigung. Erneut eine Publikumsfrage. Bitte die fesche Dame mit den kurzen braunen Haaren. Frau Holzer, ich habe großen Respekt vor Ihnen. Und ich bin dankbar, dass Sie uns einen Einblick in Ihr Leben gewährten und uns so ermöglicht wurde, einen Eindruck von praktischer sozialer Arbeit zu bekommen. Dankeschön. Mir geht es auch mittlerweile schon wirklich besser. Und ich möchte nochmal sagen, wie hilfreich es ist, sich professionelle Hilfe zu holen. Schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Was für ein spannender Abend. Ich möchte mich noch einmal bei Frau Gruber und natürlich bei Frau Holzer, aber auch für die Teilnahme des Publikums herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Liebe Zuseher und Zuseherinnen, ich hoffe, Sie konnten sich einiges von der heutigen Sendung mitnehmen. Wir sehen uns nächste Woche. Ihre Sarah Graf. Danke fürs Zusehen.